Schaut euch das an, das ist schon wieder angegangen. Oh, 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 und ich bin noch nicht mehr mit dem Aufbau fertig. Ihr seid aber wieder schnell heute. Wartet auf mich. Ich bin noch nicht so weit. Jetzt geht's wieder aus, jetzt wartet er. Ja, danke. Das ist eine sogenannte Spiritbox. Die scannt sich ganz schnell durch verschiedene Frequenzen und wir können dann Stimmen hören. Dante filmt das gerade mit, damit wir das später dann auch nochmal anhören können. Ist denn irgendjemand hier bei uns? Hört man das gut? Was ist denn da? Lautstärke. Was? Was? Schon wieder angegangen. Wow. Licht, hat er gesagt. Hallo, wer bist du denn? Anton. Ist Anton? Was? Das haben wir nicht so genau verstanden. Hallo? Wo bist du denn? Chris? Maria? Das sind etliche hier, scheinbar. Wie viele seid ihr denn? Das ist aber viel. Das ist aber sehr eng hier dann, oder? Okay, vielleicht meinen Sie da unten. Oh ja, stimmt, das waren noch mehrere hundert. Oh mein Gott, hier geht's aus. Stimmt. Oh mein. Wer ist noch hier? Ja, das Licht könnt ihr gerne wieder anmachen. Chris, ja, das haben wir schon gehört. Hallo Chris. Hallo Maria. Was war das Erste, was ich nicht verstanden habe? Sven. Seid ihr froh, dass wir hier sind? Ja. Wollt ihr mit uns sprechen? Wollt ihr nein? So, schade. Was? War Krieg im Dorf? Was? Was? Also, man versteht es halt nicht immer sofort, weil, wie ihr hört, es ist schwierig. Wenn ihr das aber hinterher mit Kopfhörern anhört, dann versteht man oft sehr viel mehr. Hallo, und? Ja, war schön? Jetzt ist mir warm geworden. Ja, das glaube ich. Da geht's weit hoch, meine Güte. Ja, stimmt. Ja, eine gute Aussicht, gell? Bei uns sind die Lichtleisten jetzt öfter von allein angegangen. Die werden schon wieder. Schon wieder? Und die Spiritbox hat schon einiges erzählt. Also es sind angeblich da unten über 100 und wir haben schon ein paar Namen gekriegt. Also Chris und Maria und noch irgendwas, was ich nicht genau verstanden habe. Jetzt sind wir noch mehr, ha? Sag mal Hallo. Wollt ihr die Neuankömmlinge begrüßen? Hallo? Hallo? Das klang schon ein bisschen wie Hallo. Wie viele Frauen sind denn hier? Wie viele Frauen seid ihr? Sieben? Sieben? Ja.
7, oder? Kann sein. Wie viele Frauen seid ihr? 8? Das müssen wir uns einmal nochmal anhören. Aber wir geben euch das Videomaterial auch. Und dann könnt ihr das auch nochmal selber anhören. Oftmals hört man es wirklich erst mit Kopfhörern richtig gut. Jetzt habe ich ja rum, vielleicht finde ich hier einen. Hatschi? Was war das? So ein Schnupfen? Ja. Ja. Geht mir auch so. Wann hast du denn gelebt? Kannst du das ein Jahr sagen? Welches Jahr hast du? Welches Jahr? Gut. In welchem Jahr glaubst du, lebst du? Irgendwas mit krank habe ich verstanden. Hast du irgendwas verstanden? Also bei mir ist es hier ein Grad runtergegangen. Ja? Vielleicht 12,6 auf 11,4. Wow, super, ja. Also Temperatur sinkt. Kann ich nicht bewegen. Kannst du vielleicht was versuchen, dahin zu filmen, wo die Lichtleisten sind? Ja. Dass du ein bisschen raufkriegst, weißt du? Falls wieder angehen. Gehen wir ein bisschen an die Kamera, dass man es besser versteht dann vielleicht. Hört auf damit. Oh, warum denn? Stören wir dich? Sollen wir gehen? Wir gehen, wenn du noch ganz viele Sachen anmachst, wenn du die ganzen Lichter anmachst für uns, dann können wir dich allein lassen. Schwierig zu verstehen. Machst du ein Licht an für uns? Wärst du so nett und holst die beiden Damen wieder runter von ihrer Sitze? Nein. Oh, ein Nein. Wow, interessant. Jetzt ein bisschen, ja. Ja, ja, das sieht man. Aha, aha. Ja. Oh, okay. Verrückt? Was ist verrückt? Seid ihr da unten? Hallo, ist da jemand unten? Ja? Und wieder um ein Grad. Schon wieder um ein Grad. Ich kann meine Hand bewegen, kein Millimeter. Ja. Kannst du die Lichter nochmal anmachen, bitte? Diese weißen, langen Dinger. Kannst du aufstampfen hier? Nein. Also, das kannst du jetzt gewiss sein. Und? Okay, danke. Also, das war jetzt mein Sohn, aber ihr könnt es auch. Wir haben es gesehen. Magst du... Oh!
Wow, danke. Super. Und? Ja. Wie war's? Was verstanden? Ja, nicht zu viel. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja. Ja, es ist schwierig zu verstehen, wir machen das jetzt auch gerade. Genau. Kannst du übernehmen, bitte? Also bei uns gehen die Lichtleisten immer an und wir haben schon ein paar Sachen auch da verstanden wieder. Wünschelrouten haben regiert, ja. Okay. Temperatur ist gesunken um einen Grad auch jetzt gleichzeitig. Ja? Genau, ja. Ja. Wer? Er kommt! Es hat gesagt, vorhin, ich bin geworden. Ich bin? Ja, und dann hat er nicht hier geworden. Ich habe gerade, er kommt gehört. Ja, du hast gesagt, er kommt. Ja, aber das müssen wir nochmal anhören dann, ha? Weil das ist. Aber wer kommt? Das ist ja. Was? Hört man es? Ja? Was sagt sie? Ja, weil sie brabbeln ist auch ganz viel. Ja. Dass ich jetzt genau sehe. Ja, sind wir besser. Wow, auf 35, der Geigerzähler geht hoch. Dante, filmst du mal ein bisschen hin? Oder wo ich das jetzt? Ja, das glaube ich nicht. 1,7 Grad runter, Geigerzähler geht auf 35. Danke, danke. Licht hat er wieder gesagt. Das hat er vorhin schon ein paar Mal gesagt. Machst du das Licht nochmal an? Bitte. Und Temperatur ist wieder bei 12,2. Ja, genau. Das ist gewonnen. Wieder eins unter ihm. Ist das normal? So schnell? Nee, eigentlich nicht. An derselben Stelle ist es nicht normal. Was hat er gesagt? War das die Spuknacht? Was? Ne, das war noch nicht. Ich meine, das ist die Spuknacht, ja? Wir bleiben noch ein bisschen im Schloss. Ja, wir sind von der Spuknacht. Kennt ihr uns? Hallo? Das klang jetzt wirklich wie Spuknacht, gell? Magst du bitte die Lichter nochmal an? Da unten? Einmal noch bitte die Lichter an. Oder magst du vielleicht das leuchtende Ding mal an? Schau, zeig's dir nochmal. Das ist so toll. Schau, wie gut das ist. Schau. Schau, das ist so lustig, wenn du da hingehst. Komm, versuch's doch mal. Das kannst du bestimmt. Jetzt mach das du auch mal, bitte. Magst du es nicht? Ich sag nein. Oh. Wie schade. Das war nicht so gut. War so laut? Klar, dass sie durchkommen. Halt!
Ja, wir müssen jetzt dann eh langsam die Station wechseln. Weil unten doch sehr lange die Geräte noch erklärt haben. Es ist dann schon wieder Zeit für die nächste Station. Kommst du mit? Fast? Wie fast? Jetzt können wir mal den Folterkeller untersuchen. Aber da gehst du wahrscheinlich nicht so gerne mit, oder? Naja, musst ja nicht. Aber wir können ja oben warten. Du kannst ja im oberen Raum mit uns warten, hm? So, na gut. Vielen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Dann würden wir jetzt weitergehen und bald besucht euch noch eine andere Gruppe von uns. Von der Spuknacht. Na gut. Bis bald. Und da blieben die Leute, bis sie halt gestorben sind, die hat man nicht wieder rausgeholt. Nein. Oder erstmal untergeworfen. Nee, deswegen haben wir im 19. Jahrhundert eben 200 Leichen rausgezogen wieder. Und die Lichtleiste schon zweimal hier am Glaskasten an. Und hier das Messgerät für Elektrostatik. Das hat auch ausgeschlagen vorhin. Und also die Wünschelrouten ohne Ende hier. Und es wird kälter. Und es wird kälter, oh. Es wird kälter, ja. Es ist immer schon kälter geworden. Bin es mir auch. Die haben wirklich auf uns gewartet, ja? Ja, ich glaube schon, weil das heißt ja. Kannst du Energie nehmen von Wattage? Wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Das Ding hat sich gedreht, was? Oder täuscht es? Was ist ein Tinnitus? Hat sie, welche denn? Was? Die grüne? Die grüne hat sich gedreht? Aber ich finde, das geflackert. Ja, hier habt ihr Energie. Ja, ja. Da geflackert. Hier ist Energie, dann okay, nehmt ihr das und... Oh, da! Hast du drauf? Yay! Danke! Hey, kannst du es wieder anschalten auch? Hier, nimm Energie. Oder die rote? Und hast du ihn gefunden? Ja. Oder kannst du wieder die anmachen da auf dem Glaskasten? Das ist die rote. Was ist das? Das war das Ding. Der Laser. Also, das war der Laser. Schaffst du das, dass du noch was anmachst? Das ist so nett von dir, dass du das gemacht hast für uns. Dankeschön. Ja, oder? Ah, schön. Ja, da mit den Wünschelrouten ist ja voll aktiv hier. Und wie das geht. Kannst du noch irgendein Gerät anfassen für uns? Dort auf dem Stuhl ist auch eine Lichtleiste. Möchtest du dich da draufsetzen auf den Stuhl? Magst du das? Ah, die haben wir jetzt nicht gestellt, ha? Wie lange sind wir denn schon hier? Stimmt, 10 Minuten für die Stunde. Oh, wow, danke! Oh, super. Der ist wirklich gut drauf hier. Oh ja. Ja, flocker, flocker. Super. Kannst du jetzt auch mal bitte die andere Lampe ausmachen? Das wäre ganz toll. Gefällt dir die rote nicht, ha? Die kannst du auch drehen. Kann sein, dass die grüne ein bisschen leichter geht. Also das wäre jetzt ganz toll, wenn du die Lampe, die andere flackert ja, schon immer. Ja, weil die mag ich. Ja, mag ich immer bloß die grüne. Keine Ahnung warum. Bist du bis. Ja, die rote ist auch gut. Magst du die rote auch machen? Hm? Oh ja, ja, ja. Du kannst es. Du kannst es. Ja. Du schaffst es. Ja? Was haben wir für ein Wert? Und vorher? 3. Ah ja, geht drauf.
Du schaffst das, es flackert immer mehr. Und keine Angst. Hey, du bist so gut. Hey, super. Ich bin bei 13. Bei 13? Oh! Danke! Die anderen sagen, es war nicht viel. Also wirklich. Das ist eine volle Aktivität. Ja. Die haben wirklich auf uns gewartet. Vielleicht ist eine Stimmung gekommen. Ja. Weil wir so viele Mädels sind, wahrscheinlich. Ja. Das ist ein Vorteil. Für uns. Vielleicht ist ein Mann. Ja. Was ist denn das? Was für ein zweiter Mann? Das ist auch ein Elektrofeldmesser. Oh, okay. Für Hochfrequenz. Das ist kein Mann. Also, das ist zum zweiten ziemlich eindeutig nein. Aber vielleicht fühlt sie sich dann wohler unter Mädels. Ja, genau. Kann sein. Vielleicht, ich meine, René hat eine gewisse Präsenz, der ist halt groß und vielleicht ein bisschen einschüchternd für manche. Schüchtere Damen. Rote Lampen. Ja, oh, ja, schon. Sie da ist er oben wieder angekommen. Ich glaube, das bestätigt die Sache. Bestätigt. Ja. Okay, gut. Okay, super. Hallo? Oh. Hallo? Will jemand mit uns reden? Wo geht's denn? Hast du irgendwas zu sagen? Ist sehr cool. Ist er noch da? Ja. Mhm. Ach so. Ich dachte, er ist schon weg. Von der Seite könnt ihr auch hier schauen, so schräg, da könnt ihr noch ein bisschen Blick drauf werfen. Ja, Moment. Ja, Stolperfall hier. Das ist auch stark. Man schaut, dass er den Kopf irgendwie ein bisschen nach unten geneigt. Und irgendwie, wenn er die Füße baumeln lassen würde. Oder ob er sie gerade putzt oder irgendwie, das ist eine gute Frage. Die Hände gingen auch immer wieder also im Bereich der Füße. Oder er putzt sich gerade die Füße ab, weil er durch Schmutz gelaufen ist. Liegt alles so. Also da herein tut sie wirklich einiges. Ja, gell? Halt! Oh, ist er weg? Ah, aber da unten. Da ist was. Im Bereich der Tür war noch einer. Ist er da unten was? Nee. Er hängt immer noch an der Lampe. Und warum hat er sich gerade an der Lampe festgemacht? Da war was. Stimmt. Da taucht immer wieder einer auf. Das sind zwei da jetzt. Ja. Was? Ja. Ah. Oh ja. Da in der Tür. Und wenn wir die vielleicht fotografieren können. Aber da bleibt nicht stehen. Nee. Wahnsinn! Also, das ist echt beeindruckend. Das ist wie ein Maschinengewehr. So, das sieht ja menschlich aus. Mhm. Bei dem sieht man es besser. Also, das ist echt scary. Ja, das was macht das denn aus wie Tanzen. Tanzen, ja. Das schaut für mich aus, als würde da jemand am Stuhl. Vielleicht macht der obere irgendwie Musik mit einem Instrument und der untere tanzt dazu. Das ist ja auch nicht so.
jetzt um unser Leben kämpfen. Ich weiß nicht, was das für eine Kamera ist. Wieso Marionette? Ist das eine ganz normale Kamera? Es ist eine Kinect-Kamera. Okay. Das klingt schlechter. Oh. Das ging gar nicht gerecht. Was macht diese Kinect-Kamera? Die produziert ein Infrarot-Punktgitter. Irgendwie menschliche Konturen zu erkennen. Immer noch da, aber immer ich habe mal zum Akkusport so, ja. Das Ding aufgedreht. Ja, okay. Gut, danke. Das Elektrostatikgerät, das sind einfach nur die coolsten. Und schon geht die Grüne an. Danke. Und jetzt richtig hell. Ja. Danke für diese rasche Antwort. Boah. Jetzt aber richtig schön stark werden. Bitte werd wieder richtig stark. Richtiges Licht. Bedien dich. Ah, genau, du schaffst das. Weiter so. Sie macht ja schon die ganze Zeit für Vollgas, also Wünschelrouten und alles eigentlich die ganze Zeit. Was habt ihr denn unten alles rausgekriegt? Gefahr. Gefahr? Gefahr und Hilfe. Hilfe? Ein Tom war da. Oh, herzlichen Dank. Mit Kamera noch. Das ist die Insekten. Oh je.
Ja, wir gehen dann runter. Ja, du kannst runtergehen. Warum bist du noch am Lappenschirm? Also, wer runtergehen möchte, noch mal runtergehen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ein hochgelegtes. Das heißt, wenn man da drin ist, man kann nichts ausstrecken, man kann sich nicht aufstellen, es geht nicht. Und das ist sehr zermürbend. Es gibt keine Möglichkeit, selbst auch durch diese Gitter dann wäre es eventuell möglich, die Füße rauszustrecken, aber an diesen Dingen da die Beine aufzulegen, ist auf Dauer nicht unbedingt das Angenehmste. Ja, man könnte sich höchstens auf den Rücken legen und die Füße nach strecken. Genau, richtig. Aber ausstrecken geht trotzdem nicht. Und das ist auch sehr zermürbend. Lässt die Kraft der Beine noch und dann, tja, schlechte Sache. Und das ist natürlich dann zum Strecken gewesen. Hände so nach hinten aufgehängt und dann drauf mit dir. Kammartigen Dinge zu tun haben, weiß ich nicht. Das haben wir bis jetzt noch keiner erklären können. Vielleicht sind die für einen schlechten Friseur oder so. Ja. Warum gibt es zum Beispiel das Ding, das S-Versteck für Großmäuler zum Beispiel? Ja. Lichtleiste. Ja, die geht schon die ganze Zeit an und aus, die Lichtleiste. Taschenlampe sowieso, Wünschelruten immer wieder. Und wir sind schon ganz baff hier. Fällt das? Im Regen. Im Regen? Im Regen? Im Regen hat es gesagt. Im Regen. Okay. Jetzt im Regen. Viel Zeichen. Ja, Regen soll versprochen. Danke, du hast Ah ja, oder Michi, du kannst ein Foto machen von den Karten. Mhm. Ich hab die Kamera an, danke, Juli. Leicht kryptisch. Verstehe ich jetzt noch nicht ganz alles. Da haben die zwei, also Mann und Mutter, gleich gefragt, wer hier ist, wo wir sie sehen können am Dachboden, als Schatten. Jemand hat Selbstmord begangen, dann haben wir noch Feuer und Blind, Zeichen und Spiel und Weg. Naja, und dieses Sanatorium ist jetzt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht war sie krank oder sollte da hinkommen ins Sanatorium. Ja, man hat ja teilweise auch die unbequem waren, einfach aufgeschoben. Bestimmt. Schauen, oder? Mhm. Haben wir recht? Ja, okay. Bestimmt. Ja, haben wir wirklich alles. Wollte man dich abschieben und dann hast du dich umgebracht? Oder vielleicht hat man dich umgebracht und hast du dich selbst mal aussehen Nein. lassen? Hat man dich nicht umgebracht? Nicht umgebracht. Hat sie selber umgebracht?
Hast du dich selbst getötet? Ah. Das war schon unvoll. Kommt gar nichts mehr. Oh oh. Also wenn... dass da draußen noch einer war, der da hing, dann war das eher ein Mann. Das war kein Kind. Was da hing. Ist es die Slipdome zugekommen? Was? Ist der Omi zugekommen? Ah, die Lichtleiste. Und die wie wird der Lokal? Habt ihr noch irgendwas Erhellendes für uns, was hier passiert ist und wer hier ist? Ich verstehe das Volk im Sanatorium ja überhaupt nicht. Ist hier dann irgendein sinnvolle. Okay. Was nimmt ihr für die Röhre? Die Königin ist das. Die Rote ist die uns ja auch. Ja, die Röhre nimmt. Nimm bloß die Grüne. Also 10 der Stäbe, es ist eine große Last, also Belastung. Sie musste irgendwie eine schwere Last tragen, war sehr belastend oder irgendwas. Und das da, also schon allein die Karte an sich, das schaut schon fast so aus, wirklich wie in so einem Sanatorium, oder? So irgendjemand Mordlüster ist da. Wenn du euch das anschaut. Oh, da, da! Oh, wow! Vielleicht ist da ja was wieder eine Bestätigung. Ja. Ich finde das so cool, aber auch das direkt eine Bestätigung. Ja, das hat sie vorhin selbst ausgeschmückt. Ja. Man hat es auch schnell aufgezogen. Kannst du vielleicht. Nein, hat bestimmt erst mal. Nur mal Foto machen. Bitte schon jetzt einmal zwei neue Karten. Dann sehen wir gleich. Zum Beispiel, es war sehr, sehr mau. Da haben wir fast überhaupt nichts gehabt. Aber die davor war dann wieder ganz viel. Mhm. Also das kann man einfach nicht sagen. Nö. Ja. Ich hab's ja gleich gesagt. Wow. Der Geist ist da. Ja. Was ist das bei dir los? Für dich ist das gut. Oh, ja, ganz, ja, ganz am Anfang sind sie so zusammen. Ja. Ja, weil die ziehen Energie. Eine Sache, die wir im Laufe der Jahre auch immer wieder festgestellt haben, wir haben so eine Art Spuknachtkarte. Er fühlt euch am nächsten Tag oftmals, als hättet ihr die ganze Nacht durchgesoffen und Party gemacht. Es zieht echt sehr viel Energie und man fühlt sich dann total ausgelaugt. Also morgen müsst ihr euch gut erholen davon und aufschlafen. Tut euch was Gutes morgen, weil ihr müsst die Energie dann wieder ein bisschen reinkriegen. Eindrücke verarbeiten, genau, der Spucker, guck ein wenig schmökern, ob schon was drinnen ist. Genau. Vielleicht ist das dann mit der Auswertung. Das ist ja schön. Ja. Dann können sie ja dann solche Sachen draufhängen. Vielleicht ist er oben gehängt, weil er einfach die Wärme wollte, damit er da drinnen dann wieder was machen kann. Das ist auch. Perfekt. Okay, wie sie es berühren können, ja, was du tun und seitdem und nichts weiter. Ja, also du bist ein Kind. Haben wir das jetzt richtig herausgefunden? Bist du ein Buch? Magst du was sagen hier durch die Spiritbox?
das? Beide Spielboxes wollen nicht so recht wie ich bin. Oh, danke. Ja. 16 auf 17. 20. Ja. Und der Gemüse. Jetzt hat das schon die Leute. Ja, das ist. Oh, danke. Super. Das finde ich schön. Da wenigstens 6 doch, wir sind doch. War ich nicht richtig? Sorry. Aber ich bin ungeschickt hier. Oh, das ist zu der Idee, der Ohren hier. Ja, gell? Nicht so pure. Ja. Soll ich das Zeug wieder ausschalten? Das ist vielleicht nicht beide gleichzeitig. Ja, aber welche soll ich anlassen? Sind beide schlimm. Die da versteht man nicht, weil es so leise ist und die da macht komische Geräusche. Dieses Spielbox mit den anderen. So, und jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen klarere Antworten bekommen. Ja, das wäre mal schön. Ihr seid heute sehr zurückhaltend. Könnt ihr die Lichtleiste jetzt anmachen? Was nur drauf tippst. Das ist halt, dass wir keine Energie mehr haben. Ich meine, es waren ja schon 2 Minuten vor uns. Ihr braucht es nur dran stoßen. Mehr braucht es nicht tun. Wann hast du irgendwas so? Bärchen würde mir einfach vorher messen, wie du da drin bist. Ja. Oder Lichtleisten, oder? Am liebsten wäre natürlich, ich könnte jetzt das Bärchen abwerfen. Das wäre der große Traum. Ich hätte gerne Antwort für euch. Hey, Bärchen am Foto. Oh, danke. Juhu, danke. Oh, die Taschenlampe. Ja, so eine Bestätigung. Wollt ihr überhaupt mit uns reden? Schauen wir. Wenn ihr mit uns reden wollt, dann macht die Taschenlampe an. Richtig kräftig leuchtend. Oder wollt ihr nur mit den Geräten spielen? Und also mal in der Gerät das kurz ausschlagen. Foto. Foto, okay. Oder wollt ihr mehr spielen? Ich würde gerne ein bisschen mehr von euch erfahren. Aber wenn ihr nicht wollt. Ist irgendjemand hier bei uns? Bitte sag uns deinen Namen. Sag ihn durch die Spiritbox, bitte. Bitte sag irgendwas.
Pfote. Ja, cool. Ja, wenigstens zeigt sich, dass ihr da seid und ihr was machen wollt. Stockwerk. Bitte kommt doch mal rein. Stimmt denn die Geschichte, dass hier die Braut ihren Bräutigam in der Hochzeitsnacht umgebracht hat? Ist diese Geschichte denn wahr? Könnt ihr dann irgendwas anmachen für uns? Vielleicht eine Lichtleiste anmachen oder den Bären berühren? Irgendjemand, der mit uns sprechen möchte? Kannst du uns deinen Namen verraten, bitte? Das soll den Geistern erleichtern, mit uns zu kommunizieren, indem er ihnen schon praktisch fertige Brocken gibt und sie benutzen dann diese vorgegebenen Silben, um dann selber Worte zu formen. Wer bist du denn? Hier? Stimmt die Geschichte mit dem Mord hier? No. War das woanders? Pfote. Was? Pfote hat er so gesagt? Ja. War das ein anderes Zimmer, wo der Mord passiert ist in der Hochzeitsnacht? Ja.
wer? Was ist das? Das hat irgendwas mit Bär gesagt. Könnt ihr bitte einen Namen sagen? Wie heißt ihr denn? Was sind eure Namen? Irgendwas, he hates us. Wer hasst euch denn? Ja, ja. Mhm. Es ist jetzt eiskalt, schlagartig eiskalt geworden. Oh, die hat voll die Gänsehaut jetzt gerade. Oh, ich glaube, da ist irgendjemand rein zu uns jetzt gerade. Wer bist du denn? Wer bist du? Bist du jemand, der Böses im Sinn hat? Fühlt sich jetzt immer so freundlich an irgendwie. Irgendwas ist da reingekommen, was nicht so freundlich ist. Boah, es ist so kalt. Da, der Sensor sagt es ja die ganze Zeit, wir gehen in Dauerbetrieb. Es sinkt extrem schnell runter, es ist so kalt. Und es ist messbar kalt. Wer bist du? Hast du mal jemanden umgebracht? Oder wurdest du von jemandem umgebracht? Der Berührungssensor. Ich schwöre euch, das Ding ist in all den Jahren, wo ich das Ding habe, und mittlerweile haben sie mir leider die Antenne abgebrochen, aber das ist noch niemals berührt worden bis jetzt. Und jetzt hat er es zweimal berührt, das Ding. Okay, mal, wir haben noch einen kurzen Test. Das ist zweimal blieb gemacht. Das war wirklich das war der Berührungssensor. Das hat er noch nie gemacht. Noch nie. Wow. Ich bin echt. Ja, ich habe mich auch gewundert, weil ich das Geräusch nicht kenne. Nein! Oh mein Gott! Wow, geil! Wow. Danke! Meine Beine werden gerade eiskalt. Ja, mir ist auch die ganze Zeit so kalt. Oh mein Gott, der hat das Ding physisch berührt. Und das habe ich noch nie erlebt und ich wollte immer, dass das gemacht wird, weil seit ich das Ding habe, habe ich es noch nie erlebt. Bis jetzt. Wow. Das hast du gut gemacht. Ja. Also so ein Rumakel. So kalt. Aber jetzt merkt es mal, wie das ist.
wenn sie was gerade manifestiert, wie saukalt es in schneller, kurzer Zeit wird. Oh Gott, das ist irgendwas, was sehr stark. Oh mein Gott, das wird immer noch kälter. Merkst du es? Normalerweise sollte es wärmer werden, weil wir ja Nest haben, sozusagen. Fühlst du mal hier, fühlst du mal hier ernsthaft? Fühlst du das fresh, mal? Es ist krass. So richtig eisig kalt hier. Wahnsinn, oder? Wow. Fühlst du das mal? Es ist so krass. Das ist jemand, der wirklich von sich aus schon sehr viel Energie mitbringt. Aber ich glaube, es ist eher was Dunkles. Ja. Irgendjemand, der entweder ziemlich sauer ist, weil er selber was Schlimmes erlebt hat, oder der vielleicht jemand anderem was angetan hat. Aber jemand, der nicht unbedingt besonders fröhlich ist und uns wohlgesonnen. Wie bewegt sich da? Na, kannst du nochmal was anmachen? Hm? Schaffst du es nochmal, dass du irgendwas berührst? Kannst du den Sensor nochmal anfassen von dem Rotleuchtenden? Nutzt eine starke Energie, um uns was zu zeigen. Die hat geblinkt, ja. Oh, danke. Das geht auch. Kannst du den dann mal anmachen? Schau. Ich rolle dir hin. Willst du den Ball berühren? Sag mal, die ist angegangen, ja? Die ist leider sehr schwach schon, aber. Immerhin, sie ist angegangen. Was? Pfote? Also, stimmt, es hat blieb gemacht. Ja. Oh, da hat es wieder berührt. Oh mein Gott. Okay, dafür friere ich gern. Du hast jetzt auch das Bärchen an, was da bin ich für heute so hin und weg. Ja. Bällchen haben es in Falkenstein in der Kapelle gerollt, da haben wir gesehen, gerollt und in den Eiskeller von Fürstenegger, da ist es eine richtige Kurve gerollt. Das war auch so cool. Und in Waldruf. Da ist das erste Mal im Zweckenhaus, genau. Das erste Mal losgegangen. Das ist da ist schon Jahre gehabt. Direkt am Berg. Also in der Berg konnte es eigentlich nicht sein. Kannst du mir noch die Riesenfreude machen und das Bällchen an? Dir zu kommunizieren. Bist du eine Frau, dann fass bitte das rote Gerät nochmal an. Bist du weiblich? Bist du weiblich? Das dachte ich, ich habe da irgendwie so was Nebliges gesehen. Aber jetzt habe ich es mir eingebildet. Bist du ein Mann, dann fass bitte jetzt das rote Gerät an. Bist du männlich? Okay. Oh. Bist du von deiner Braut ermordet worden?
Also 14,4 herum, das war vorher der andere 15. Oh Gott, es ist so kalt jetzt wieder. Nochmal ein Spiel, bitte. Das ist aber nicht hoch, glaube ich. Ja, es hat er nochmal Blick gemacht. Es hat Blick gemacht. Ich glaube, dass das wirklich der ist, der umgebracht wurde. Und der ist, glaube ich, gewaltig sauer.